Die kann ich leider nicht prüfen, landen. Dazu bräuchte ich 8 Bevölkerung. Die habe ich allerdings nicht. Erst den Darkbot wegmachen. Zuerst den Darkbot wegmachen. Ihr Jungs habt da Energiepunkt noch nicht zurück? Toll! Weg da! Wir nutzen da Energie von der anderen, um fertig zu werden! Gut, versuch das doch. Ich hole mir jetzt hier die Festung, nämlich. Dann gehen wir hier rum und holen uns erst einmal den Punkt und neue Truppen. Ah ja, Pickup töten. Also zerstören, besser gesagt. Das hier ist ein richtig schöner Ork-Ort. Das ist schön viel Biomasse für den Schwan. So, wieder töten. Mach das Geschütztürmchen da weg, so. Da hinten stehen Stormboys bereit, um mich aus dem Hinterhalt anzugreifen. Wie niedlich. So, einnehmen. Gut, drauf da. Aua. Venator hält außer Gefecht. Ihr haltet euch so toll da, ne? Mal gucken, wie toll ihr seid, wenn meine Sporen niemand erledigt haben. So, Venatoren mehr an den Flugschart. Und jetzt. Hä? Warum Bevölkerungs. Achso. Noch mehr Gegner. Die Dinger können mal jetzt öffnet werden. Ja, mit einem Schuss gleich mal 5 Stück öffnen. Die Orks loswerden und dann geht's hier rum, hier oben rum zum Punkt. So. Mein Schwarm sieht immer noch so klein aus. Hallo, Stormboys. Sagt hallo zum Bioplasma. Zing. Achso, da Ballerboys dazwischen. So, das Ding einnehmen. Siegziel gesichert. So, und jetzt Symbiontenbrut und noch mehr Symbiontenbrut. Ich brauche Nahkämpfer. So. Einer Beute verpflanzt. Einmal Heilung für die ganzen Leute. Und jetzt alles bitte zerreißen. Ich könnte mal hier rüber das Nest einnehmen. Oder erstmal den da ausschalten. Da ausschalten. So. Adrenalinstoß. Das wird alles zerfetzt. So, Energiepunkt einnehmen, Nest einnehmen. Die Kisten noch öffnen. Was? Da haben noch einen Energiepunkt. Oh Mann, sind da gierig. Ich schick jetzt der große Dacker zum Zurückerobern. Ja, toll, jetzt kommt der große Dacker. Na kommt, ihr könnt euch auch wieder sichtbar machen. Ah ja, das ist der große Backup. So. Versucht mal meine Jeans-Dealer, meine Symbionten zu moschen. Das wird euch nämlich nicht bekommen. Kommen noch mehr Orks. Einer unserer Generatoren wird angegriffen. Auch noch wieder Ork-Bosse.
Ja. Macht sie tot. Erntet ihre Biomasse. Noch mehr Orks. Wie nett. Hallo. Und da kommen sogar Stickbombers von der anderen Seite. Ziehen wir mal meine Tyrantenwaffen hier ab. Panzerknacker. Macht fast keinen Schaden hier. Na genau, meine Krieger schießen den Panzer. Der Feind zielt auf einen Generator. Ach, da kommt ein Guardbot. Alles auf den Guardbot feuern. Und hier wieder wegfahren. Was? Wir haben da Energie und noch nicht zurück! Jungs! Zurück zu Daisy, aber schnell! Verjagt sie von der letzten Energiepunkt weg! So, und auch zum letzten Energiepunkt. Da durch die Bosse durch. Immer noch Leben. Und drauf auf den erbeuteten Panzer. Das Nest da ein. Und drauf auf den Darkbot. Kannst du mal heilen? Ein Darkbot mit erobert. Noch ein Darkbot mit Flammenwerfern. Okay, wir haben den das Nest. Gut. Das Nest haben wir. Und gleich haben wir auch den letzten Energiepunkt. Ihm habe ich auch alle Upgrades gegeben. Wenn hier was gestampft werden soll, dann müsst ihr selber stampfen. Zeit für Daisy. Und ja, das kennen wir auch noch aus dem Vorstellungsvideo, was ich gemacht habe. Das ist der Ork-Kampfpanzer. Jetzt müssen wir erst einmal gucken, dass wir alle Truppen zusammenziehen. Und dafür sorgen, dass er in diese explosiven Treibstofffässer liegt. Zermalmse unter der Todesrolle! Jupp, jetzt will er sie zermalmen, meine Venatoren. Und jetzt fährt er direkt gegen diese Fässer. Was? So. Der Nagel ist im roten Bereich! Das ist nicht gut! Ist doch gut, Dagit! Rot ist schneller! So, die Fäuste ignorieren wir mal dezent. Und bewegen alles mal wieder in die Richtung. Gibt da dieses Fass. So. Jetzt müsste er gleich wieder mit dem Todesroller hoffentlich kommen. Zermalmte unter der Todesroller! Ich merke gerade, ich habe meine Tyrantenwaffe nicht mehr. Wo habe ich die denn verloren? Kein Problem, ich kann die ja durch irgendwas ersetzen. Boss, ich glaube, wir haben was getroffen, das wir nicht treffen sollten. Blödes Geschwätz! Es gibt nichts, was Daisy nicht treffen sollte. Ihr könnt mal hier hinten bleiben. Bis wir die Orks zerfetzt haben und das letzte Mal gegen einen Pass fährt. Der nimmt ja fast keinen Schaden, leider. Ihr geht hierher. Hierher wollte ich euch. Fährt er jetzt vorbei oder fährt er noch auf das Pass drauf? Er fährt drauf. Genau so. Jetzt ist er angreifbar. Zermalmte unter der Todesroller. Jetzt müsste er runtergehen wie nichts. So, genau. Explodieren!
Tja, typisch Ork eben. Es wundert, dass sich das explodieren tut. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Turm Golgor, Einsatz abgeschlossen, Einsatz erfolgreich. Und wir kriegen Defensivsynapse. Verbessert die Rüstung und die Gesundheitsregeneration des Schwarmlos und verstärkt die Synapse, um diese Vorzüge auch Tyrannien in der Nähe zu gewähren. Das ist mächtig. Und wir kriegen den Injektor. Die obere Sensenklauen des Schwarmlots sind mit Stacheln ausgestattet, mit denen er im Nahkampf verheerenden Schaden anrichten kann. Bonusschaden und mehr Nahkampfschaden. Und ein Level-Up. Ja, was ich noch sagen wollte, ich hatte ja diese Mission bereits in der Spielevorstellung als Space Marines. Da sieht man ein bisschen, dass die Kampagne eigentlich bei jedem Volk dieselbe ist, eigentlich so gesehen. Nur, dass die die Völker anders sind und der Hintergrund ein bisschen anders ist. Also jetzt haben wir hier das Schwarmbewusstsein, was immer mit uns redet. Bei den Space Marines haben wir andere, die reden. Und ja, es ist auch ein bisschen mit den Missionen her anders. Es gibt zum Beispiel in der Tyrannien-Kampagne eine Mission nachher, die erwähne ich mal kurz, wenn es soweit ist. Die gibt es in der Tyrannien-Kampagne nicht. Das ist eine Pflichtmission in allen anderen Kampagnen, die ich kenne. Da ich die Lektoren nicht so sehr mag, gibt es die Biozidkanone des Schwarmtyranten. So. Neue Biozidkanone, was steht denn so hier? Die Biozidkanone feuert Hochgeschwindigkeitssalve starker ätzender Kristalle ab, die mit metallischen, giftigen Rückständen überzogen sind. Die Kristalle durchbrechen jede Rüstung, richten Schaden bei Infanterie und Fahrzeugen an. Okay, die schwere Biozidkanone hat deswegen mal ausgedient. Wir haben eine neue Synapsenverbesserung. Plus 50 Rüstungswert für alle Verbündete im Umfeld. Plus 2 Gesundheitsregeneration für Träger und alle Verbündeten im Umfeld. Das ist besser als diese Synapsenverbesserung. Wir sind dann zwar langsamer, aber ist nicht schlimm. Wir regenerieren uns schneller. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir auch mal die neue Biozidkanone. Bis wir die große Würgedon-Kanone freigeschalten haben. Naja, das ist die Biozidkanone des Schwarmtyrannen und das ist die Würgedon-Kanone des Schwarmlords. So, was geben wir jetzt? Angriffe durch den Schwarmlord und Tyrannien im Synapsenbereich lassen die jeweils andere Einheit heilen. Okay, das ist mächtig, aber ich will erstmal Symbionten. Ruf statt Humaganten Symbionten herbei. Nahkampfeinheit mit niedriger Gesundheit, aber hohem Schadenspotenzial. Das bringt uns nämlich auch mehr Schaden und mehr Schaden ist immer gut. So. Jetzt haben wir noch hier den neuen Injektor. Den könnten wir wirklich statt der Regeneration hier einfach reinpacken. Regeneration bringt eigentlich nicht so viel. Gut. Plus 13 Nahkampfschaden. Okay. Jetzt bleibt uns ja nur noch die Typhon-Arena. Auf einem anderen Planeten haben wir die Missionen ja abgeschlossen. Aber ich würde sagen, die Typhon-Arena machen wir erst beim nächsten Mal. Ja. Also, bis dann.